Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Star Wars: Knights of the Old Republic. So, letztes Mal haben wir den Prototypen eingesammelt. Die Paladedocks sind immer noch verschlossen, obwohl wir gesagt haben, öffne alle Sicherheits. Guck mal, ein Druide? Ach komm. Hui, das ist eine tolle Waffe. Komm hoch, hier mal ein paar starke Angriffe wieder rein. In den Rücken. Schon viel besser, wow. Klar. Wow. Interessante Waffe. Eine Vereinsungswaffe, Sicherheit. Verstanden. 2000 Credits! Wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich? 3000 Credits, naja. Aber gerade eben. Unser Geld verdreifacht. Na, was soll's. Da geht's nicht durch. Das heißt im Prinzip aus Airbussen ein Bonuskampf für 2000 Credits. Wow, nicht schlecht. Nicht schlecht. Mag ich. So, dann... Wo war der kurze Weg in die Unterstadt? Ich glaube hier mal. Dann direkt hier rechts raus aus der Küche. Genau. Hinten war da die Unterstadt. Dass wir nicht mal durch die Kanalisation des Slums spazieren müssen. Da habe ich tatsächlich keinen Bock drauf. Da haben jetzt wahrscheinlich links und rechts zwei Gegner. Nein? Nein? Okay, dann nicht. So, dann bringen wir mal den Prototyp zur Basis der geheimen Weg. Du. Schafias Kanete in die Kantina wollen wir gar nicht. Da wollen wir hin. Hallo. Ich habe hier deinen Prototypen. Lässt mich es durch eine gesamte Basis spazieren. Ihr seid zurück. Habt ihr den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen mitgebracht? Ja, hier ist er. Ich habe mich schon gefragt, ob ihr es schaffen könnt. Das Rennen ist morgen. Und meine Mechaniker brauchen ja auch noch ein wenig Zeit, um den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen in unser Bike einzubauen. Gut, ich habe meinen Teil abmachen gehalten. Jetzt seid ihr an der Reihe. Macht euch keine Sorgen, ich halte mein Wort. Ich habe euch versprochen, dass ihr an dem Rennen unter der Flagge der geheimen Weg würdet teilnehmen können. Dabei bleibt es auch. Und es wird noch besser. Ich gestatte euch, das Swoop-Bike zu nehmen, in das wir den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen einbauen. Ohne dieses Bike hättet ihr keine Chance. Gaddon, das ist nicht euer Ernst. Wir brauchen auf diesem Bike einen unserer besten Fahrer. Wir können doch keinen Anfänger mit dem Prototypen fahren lassen. Macht euch keine Sorgen, Gaddon. Ich werde das Rennen gewinnen. Ich will ehrlich zu euch sein. Es gibt noch einen Grund, warum ihr den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen ausprobieren dürft. Der Beschleuniger ist ein wenig instabil. Es könnte durchaus sein, dass er während des Rennens explodiert. Ich kann von meinen eigenen Fahrern nicht verlangen, so ein Risiko einzugehen. Sie werden mit normalen Swoops fahren. Nur ihr habt ein Bike mit dem Triebwerksbeschleuniger-Prototypen. Wenn ihr die Strecke absolviert, bevor der Beschleuniger überhitzt, gewinnt ihr für die Beg. Falls ihr sterbt, könnte es noch immer einer meiner anderen Fahrer schaffen. Toll. Klingt so, als hätte ich an alles gedacht. Man wird nicht Anführer einer Swoop-Bande, wenn man nicht alle Tricks nutzt. Ich hab so meine Tricks. Gut, ich bin für das Rennen bereit. Ihr könnt heute hier übernachten. Die Mechaniker brauchen Zeit, um den Triebwerksbeschleuniger-Prototypen einzubauen. Ihr könnt also leider nicht mit dem Bike üben. Doch ich kann mich auf meinen Instinkt verlassen. Irgendwas sagt mir, dass ihr das Zeug zum Rennfahrer habt. Entspannt euch einfach.
Am Morgen bringen wir euch zur Swoop-Strecke. Du verbringst eine ruhelose Nacht in der Basis der Beg. Am nächsten Morgen bringt dich einer der Beg zur Swoop-Strecke. Hier haben normalerweise nur Piloten und Mechaniker Zutritt. Jap. Swoop-Rennen. Das ist etwas, was ich übrigens in... auf jedem Planeten, den wir besuchen werden, machen werde. Ja, besser erklärt es nochmal. Vermeide Kollision, unterstrebe die Trümmer, damit Reflektorschild, stürzt aus dem Schlamm, also ist euer am Tempo. Beschleunigungsfelder, du bist schneller. Hochschalten, das glaube ich mit linker Maustaste. Maximal 4 bis 5 Runden riskieren. Ich werde euch nicht enttäuschen. Ja. Oh, ich hoffe, ich kriege das noch hin. Hallo Kommentator. Hallo Bastila. Oh, der Kommentar ist auf unserer Seite. Welche Zeit muss ich schlagen? 38,43. Was geschah mit dem Fahrer, den ihr verloren habt? Ja, super. Dann würde ich gerne rennen. Oh Gott, hoffentlich kriege ich das noch hin. Das ist 1000 Jahre her. Mit einem Linkstick kannst du beschleunigen und schalten. Mit den Bewegungstasten D und A weichst du Hindernissen aus. Okay. Ja, wo ist meine Maus? Ich habe soeben meine Maus verloren. Schade. Ach, 26,2. Kaum eine Herausforderung. Unglaublich, Bestzeit. Was für Pilot geschlagen seit 20 Jahren dabei sind. Wahnsinn. Jemand hat meine Zeit unterboten? Okay, dann müssen wir nochmal ran. Welche Zeit? 25,77. Okay. So, jetzt bin ich ja vorbereitet. Dann 22. Unterbiete das. Leute, hallo, mir zu. Bevor ich dem sogenannten Champion der Beg seinen Preis überreiche, muss ich euch etwas mitteilen. Der siegreiche Pilot ist ein Betrüger. Ist ein verdammter Lügner, Brezik. Euer Swoop-Bike läuft mit einem Beschleuniger-Prototyp. Eindeutig ein unfairer Vorteil.
Wegen dieses Betrugs der geheimen Weg ziehen die Vulka ihren Anteil an der Siegprämie zurück. Alter Dummkopf, eure Traditionen sind mir völlig egal. Ich bin die Zukunft. Wenn ich eine Siegprämie zurückziehen und diese Frau höchstpersönlich auf dem Sklavenmarkt verkaufen möchte, kann mich niemand daran hindern. Dazu hätte ich vielleicht etwas zu sagen, Brejik. Was? Unmöglich! Ihr wart an einen Neuralfesselkragen gekettet. Woher habt ihr den Willen nehmen können, um euch selbst zu befreien? Ihr unterschätzt die geistigen Kräfte eines Jedi, Brejik. Doch ihr lebt nicht mehr lange genug, um diesen Fehler zu bereuen. Vulka, zu mir! Beseitigt diese Frau! Beseitigt den Zupiloten! Beseitigt alle! Tötet sie alle! Ah! So, Mission? Salvar? Wie schade. Mal gucken, ob ich das überlebe. Bastila, mach das schon. Hallo. Zeig mal, Bastila, deinen Rücken. So, könntest du jetzt bitte verleben? Boah, der hat Werte. Der hat Werte, ich sag's euch. Kampfstimulanz. Geschicklichkeit, Stärke Enhancer, Passung. Was ist hier los? Ich verfehle mit jedem Schlag. Ah, ein Treffer. Komm schon. Das ist ein unglaublich guter Kämpfer. Wow. Drei Dopingmittel. Eieieiei. Attentionsgranate. Sonst haben wir hier nichts. Okay. Hallo, Bastila. Nun gut. Diese verdammten Vulka werden es sich beim nächsten Mal gut überlegen, ob sie noch einmal eine Jedi gefangen nehmen. Und was euch betrifft, wenn ihr glaubt, mich als Trophäe gewinnen zu können... Moment, das glaube ich nicht. Ihr seid doch einer der Soldaten der republikanischen Flotte, nicht wahr? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Wie kommt einer wie ihr dazu, für dieses Swoop-Banden-Rennen zu fahren? Mein Name ist Dagdana, ich bin hier, um euch zu retten. Genau, so ist es. Mich retten? Wolltet ihr das mit eurem Swoop-Rennen erreichen? Für eine Rettungsaktion war das aber ziemlich jämmerlich. Ich mag dich nicht. Nur für den Fall, dass euch das entgangen sein sollte. Ich habe mich selbst aus diesem Neuralfesselkragen befreit. Es war wohl eher so, dass ich euch gerettet habe. Brejik und seine Vulka hätten euch umgebracht, wenn ich nicht eingegriffen hätte. Ihr hattet großes Glück, dass ich euch aus diesem Schlamassel befreit habe. Ich möchte nur nochmal anmerken, dass alle Treffer, die Brejik umgebracht hatten, meine waren. Dafür haben wir keine Zeit. Kars wartet auf uns, bevor wir uns anfangen zu streiten. Kaf Onasi lebt? Endlich eine gute Nachricht. Kaf ist einer der besten Soldaten der Republik. Er hat sich mehrfach als Held erwiesen. Er hat euch geschickt, um mich zu retten? Vielleicht habe ich euch falsch eingeschätzt. Kaf hätte euch niemals geschickt, wenn er nicht von euren Fähigkeiten überzeugt wäre. Verzeiht mir. Trotz meiner Jedi-Ausbildung urteile ich oft etwas voreilig. Aha. Habe ich schon erwähnt, dass ich dich nicht mag? Bitte, bringt mich sofort zu Kaf. Gemeinsam werden wir drei einen Weg finden, von hier zu fliehen, bevor die Sith unsere Anwesenheit bemerken. Musik.
Vous ne pouvez pas gagner, Revan. Astela, ihr lebt. Endlich ein Lichtblick. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, wie wir von diesem Planeten runterkommen. Heißt das, ihr habt noch keinen Plan, wie wir Taris verlassen können? Was habt ihr denn die ganze Zeit gemacht? Ich mag sie wirklich nicht. Was ist für ein verzogenes Girl? Ist doch kein Jedi. So bitte. Langsam geht mir auch ein schon Gehör auf die Nerven, Bastila. Mein Verhalten? Vielleicht solltet ihr einmal über euer Verhalten nachdenken. Ich bin zufällig die Verantwortliche für diese Mission. Vergesst das nicht. Ich weiß, das ist noch neu für euch, Bastila. Aber ein Anführer putzt seine Truppe nicht herunter, nur weil die Dinge anders laufen als geplant. Lasst euch durch euer Ego nicht von den wirklichen Fragen abhalten. Vergreift euch nicht im Ton gegenüber eurem Commander, Karth. Ich bin Mitglied des Jedi-Ordens und das hier ist meine Mission. Vergesst das nicht. Meine Kampfmeditation hat der Republik in diesem Krieg schon häufig geholfen. Und sie wird es auch diesmal tun. Da bin ich mir sicher. Durch euer Talent gewinnen wir vielleicht ein paar Gefechte, aber das allein macht aus euch noch keine Anführerin. Eine gute Anführerin würde zumindest jene anhören, die schon mehr Kämpfe gesehen haben, als sie je erleben wird. Jetzt ruht euch, das hilft uns nicht weiter. Ja, ihr habt natürlich recht. Ich muss mich entschuldigen, Karth. Das war eine schwierige Zeit. Natürlich bin ich für jeden Rat dankbar. Was schlagt ihr also vor? Wir sollten uns nicht in diesem Streit um die Verantwortung verlieren. Wenn wir von diesem Felsen wegkommen wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Die Antwort liegt irgendwo da draußen. Wir müssen sie nur finden. Wohl wahr, Karth. Und je eher wir damit beginnen, desto besser. Ich war einmal Gefangene der Vulka und werde mich jetzt nicht von den Sith einsperren lassen. Macht euch keine Sorgen, ich werde das nicht zulassen. Wir werden bei unserer Flucht von Taris Hilfe brauchen. Vielleicht kann uns einer der Einheimischen weiterhelfen. Am besten fragen wir in den Cantinas zuerst nach. Stimmt etwas nicht? Irgendetwas scheint euch zu beunruhigen. Nur Visionen. Nichts weiter. Eine Vision? Wovon? Von euch. Ihr habt ja ein Jedi gekämpft. Reber nehme ich an. Das ist seltsam. Derartige Visionen sind oft ein Zeichen großer Machtempfänglichkeit. Wollt ihr damit sagen, dass ich die Macht nutzen kann? Ich bin nicht sicher. Vielleicht ist die Macht in euch. Das wäre noch nie da gewesen. Möglicherweise hat euer Talent meine eigenen Fähigkeiten überlagert. Vielleicht hat euch die Macht angesichts der Aufregung nach der Schlacht ermöglicht, eine meiner tieferen Erinnerungen zu erkennen. Das war nicht das erste, was ich eine Vision hatte. Die Macht ist komplex. Trotz meiner Ausbildung überrascht sie mich immer wieder. Mit dieser Frage sollten sich die Meister des Rates beschäftigen. Wenn ihr wollt, können wir den Rat um Hilfe bitten, sobald wir Taris verlassen haben. Die Jedi werden die Bedeutung eurer Vision erkennen, wenn es eine gibt. Allerdings sollten wir uns zunächst um Wichtigeres kümmern. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen Taris verlassen, egal wie. Okay. Ich bin ein Jedi. Toll. Das ist super. Ich sollte speichern. Bevor wir diesen Kampf gegen Breschig nochmal machen müssen, habe ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, dich. Wow. Dreimal gedopt. So, wir nehmen jetzt tatsächlich wieder Kars mit. Und Bastila. In Kinkunoba Mulirachin Kun. Tonheit Ton Kund. Ja, das stimmt. Rundi Hadonga Kuhungabi. Wana Kunbes. Kandos? Ist das nicht der Mandalorianer, der für Davik arbeitet? Takum Justak Miki Grabal Mogo. Kachichu Aita Hadonga. Tolpada Bonk Molya Gando Danago Chuchut. Tonghai Tuam Gigi Yumalitpa Anginkotu. Das hat jetzt zweimal gesagt, dass ich seiner Einladung folgen soll. Danke für die Nachricht, ich werde mich in der Kantine mit ihm treffen. Shagjikin Lord Jawa Tauma? Kava Volpa Mulji Guma. Also, Mandalorianer sind also nicht. Bereit.
nicht Dingens. So, du hast 2 verbliebene Punkte, die packst du wieder in Heilung. Und du, mein Fernkämpfer, mein lieber Fernkämpfer, gieß es mal auf Blastergewehre. So, du hast mehrere Level zum Aufsteigen. Erstmal Attribut. Du bist eine Jedi. Du bekommst Geschicklichkeit oder Weisheit. Sie hat schon sehr relativ viel Geschicklichkeit. Ich mache mal mehr Weisheit für ihre Machtfähigkeiten. Auf alle Fälle heilen. Bewusstsein braucht sie nicht, das haben wir genug. Kräfte. So, wir brauchen Machtpunkte. Warum ist denn hier ein roter Punkt? Achso, wir brauchen mindestens Erfahrungsstufe 6. Macht, Tapferkeit, Energie, Widerstand. Das hier oben sind alles helle Kräfte. Hier sind auch eine universelle Kraft drin. Mit Rüstung nicht möglich. Doppelte Geschwindigkeit. 2 Punkte auf Verteidigung. Hier unten haben wir eine universelle Macht. Und irgendwo, genau hier. Hier haben wir eine dunkle Macht. Bastila ist eine helle Jedi. Das heißt, wir können durchaus dunkle Mächte einsetzen. Aber sie kosten uns mehr. Wenn sie eine dunkle Jedi wäre, würde uns dunkle Mächte weniger kosten. Die hellen Mächte mehr. Ich weiß nicht so recht, was ich für sie nehmen soll. Die Tapferkeit. Rettungswürfe, Attribute und 2 Punkte für 20 Sekunden. Wir nehmen die Machttapferkeit. Ist ein Buff. So, dann hat sie das Level auf 5. Dann nehmen wir den Geschwindigkeitsschub oder Energiewiderstand. Wir nehmen den Energiewiderstand. Und auf Level 6. Haben wir jetzt Machtimmunität betäuben. Und dritter Sinne. Können sie ist Lichtschwert, ne? Können wir es in der Doppelklinge und 2 offen gleichzeitig? Die kämpft, glaube ich, Doppelklinge. Kräfte, wir können jetzt endlich heilen. Und antreten. Sehr gut. Wir haben jetzt endlich jemanden, der uns heilen kann. Mit einem Linksklick aktivierst du eine friedliche Machtfähigkeit. Das 5. Symbol des Aktionsmenüs. Das war das 1., aber egal. Einige Machtfähigkeiten beeinflussen nur den Jedi, der sie anwendet, andere die gesamte Gruppe. So, und kurieren geht auf die gesamte Gruppe. Eine super Fähigkeit. Und macht später auf späteren Levels Medikits komplett nutzlos. Oder so auszudrücken. Wo war der... Ach, Moment, bevor wir es uns jetzt zum Aufzug begeben, ich sehe gerade, wir ziehen gerade wieder maßlos. Wir machen eine kleine Pause. Ich hoffe, es hat bis hierhin gefallen. Falls ja, sehen wir uns morgen wieder. Ja, morgen müsste Freitag sein. Bis dahin, ciao, ciao.